Ladies and gentlemen, this is Radio Free Pangaea. Let's subscribe to our reporter, Universal Innocent. Guten Tag, herzlich willkommen hier auf diesem kleinen Wegweiser. Ich bin ja noch nicht auf der Wolke 7, sondern ich lade Sie ja erst ein, zu mir auf die Wolke 7 zu kommen. Heute am Mittwoch des 30. August 2017. Und ich musste noch einfach einen Nachschlag zur letzten Wahlsendung machen, denn es kamen mir noch einige tolle Informationen nach dem Beitrag am 23. Ne? Da denke ich, die 30 ist auch nochmal eine tolle Zahl mit der 3. Also heute nochmal zum Wahlkrampf in Doofland, habe ich es genannt. Und das ist so prall gefüllt, das Programm. Also diesmal muss ich es in Ruhe abdrehen, ohne hoffentlich das eine oder andere zu vergessen. Also wenn ich das so durchlese, ich habe mir 15, 16 Punkte notiert. Ich weiß gar nicht, ob das dann so viele Breaks auch sind, aber es ist dabei. Eine Menge Musik natürlich, damit es interessant für uns alle wird. Nachdem ich über die Tagespolitik hinaus einen Begrüßungsvortrag verlese, eines Dr. Wolfgang Kaspara, dann kommen Humble Pie mit dem Wrist Job, also so aus dem Handgelenk hingehauen. Und dann lese ich 10 Fragen meines Professor Dr. Heinrich Wohlmeier aus Österreich vor. 10 Fragen an die Politiker, beziehungsweise das sind schon fast wieder in jedem Punkt ein kleines Statement, aber dafür ist er ja Professor. Dann habe ich die Geschütze nochmal voll in die Richtung der Grünen gerichtet, denn die Bibelfeste, die geht mir nicht aus dem Sinn, bis die aus dem Blickfeld ist. Also da komme ich nochmal auf diese sogenannte Verrücktenliste der Grünen, Göring Eckert. Pearl Jam wollen dann sagen mit ihrem Song Better Man, aber das trifft nicht auf den Schulz zu, denn das ist kein Better Man. Dann kommen wir nochmal auf einen kleinen Beitrag, Arbeitslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Gewaltbereitschaft. Das sind so Gedanken nochmal vom Professor Wohlmeier. Dann einen kleinen Schwenk zum Goofy und dem Kim, ne? Un. Ja, un ist ja das, die deutsche Vorsilbe un ist ja eine Verneinung, ne? Unmöglich, ne? Unbrauchbar, ungeliebt, unartig. Ne? Also gut, aber Stop the War ist ja ganz wichtig, das müssen wir einspielen. Dann fragen wir die ÖVP-Granten, ob wir nicht schon längst in einem Überwachungsstaat leben, also nicht nur in Österreich, es gilt ja Doofland sowieso, wir die Vorreiter für die ganzen anderen drumherum. Und deshalb muss Pearl Jam nochmal an das Rocking in the Free World erinnern. Da müssen wir nochmal den Beitrag, dürfen wir nochmal einspielen, ist ja klar, nicht müssen, sondern dürfen, diese alte Neil Young-Komposition. Und dann habe ich so ein bisschen was zu den Wahlen, nicht? Also hier Wahlumschlag, Wahlbrief und die ganzen Listen drumherum. Da können wir uns richtig lustig machen über den einen oder anderen. Ja, es gibt kaum Alternativen, es gibt zu viele Arschlöcher für Deutschland, die sich da alle melden auf diesen Listen. Wahnsinn! Ja, dann berichte ich von besorgten Bürgern, die eben täglich erleiden und was die Politik ignoriert, kaum anspricht und wo dann selbst 92-jährige Leute, Bekannte aus Hamburg, sagen, ich muss dieses Mal die AfD wählen, die haben wohl für diese alte Frau, die auch eine Flüchtlingsperson aus Ostpreußen nach dem Zweiten Weltkrieg, also vor Urzeiten, ja, die hat aber die Nase voll von diesen ganzen Kopftüchern, von den Schleiereulen, wenn ihr aus dem Fenster guckt, ne? Und so weiter. Komme ich nachher nochmal ganz kurz drauf. Das sind so Informationen, die mir zugetragen werden. Dann wollte ich eine Verabschiedung natürlich machen und komme dann nochmal so ein bisschen auf
den ersten, wenn ich das so richtig noch habe, so alte eingespielte Beiträge von Euronews, wo so Panzer tanzen, nicht wahr? So Walzer, nicht wahr? Toll. Ja, und dann noch so ein kleiner Aufruf, Appell an alle, die nicht lebensmüde, aber so in dem Alter sind, wo man denn einfach alles leicht hinschmeißt. Nicht, heute schmeißt man ja alles einfach hin, oder statt sich zu hinterfragen, ne, hinterfragt man das alles drumherum, Eigenverantwortung. Ne? Wäre schon fast wieder was in Richtung dieses Bübchen, FDP-Bübchen da, Christian, aber haben auch eine Macke. Ne? Da schrieb mir eine, komme ich alles drauf nachher, bei mir auf Wolke 7. Viel Spaß, würde ich sagen, dann, weiß gar nicht, wie lange es wird. Es wird vielleicht endlos, weil ich viel vorzulesen habe. Die Beiträge, die Fragen und was mir denn so zwischendurch immer wieder über die Zunge kommt, klar. Aber die Gesundheit dürfen wir nicht vergessen. Und deshalb trinke ich hier schon mal auf unser aller Wohl. Und ich freue mich, wenn Sie kommen. Also bis dahin, Wiederschauen. Ja,